Dabei sehe ich noch, wie dieser große, starke Kerl, der hätte mich mit einem Boxhieb zusammenhauen können, nicht? Richtig so breiter, stabiler Bursche, wie der zusammensackte und sagte, das kann ich nicht gut machen. Dann kann ich keinen Frieden mit Gott kriegen. Dann steht meine Schuld zwischen ihm und mir, da bin ich verloren. Dann bin ich verloren. Jetzt lassen Sie mich, ich erzähle nachher weiter. Ich muss mal hier die Geschichte unterbrechen. Sehen Sie, wenn ich Ihnen Rede halte über das Thema, wie kann ich vor dem heiligen Gott bestehen, dann kapiere ich dieses Thema nur, wenn ich weiß, zwischen dem lebendigen Gott und mir steht meine Sünde. Ich lese nochmal. Wir sind allzumal Sünder und haben keinen Gott Ruhm vor Gott zu bringen. Sie und ich. Das muss man wissen, wenn man das Thema verstehen will. Wenn einem das aufgeht, ich muss Frieden mit Gott haben und da klagt mich Gott an und mein Gewissen klagt mich an und das Gesetz klagt mich an und ich kann keine Sünde gut machen. Ich möchte Ihnen da wieder ein Beispiel erzählen. Verzeihen Sie, wenn ich so viele Geschichten erzähle, ich tue das, weil ich weiß, Sie waren ganz da fleißig und da sind Sie müde und das Schlimmste wäre, wenn Sie einschlafen, nicht wahr? Das wäre mir schrecklich. Und wenn ich eine Geschichte erzähle, schlafen Sie nicht so schnell ein. Ich habe selber es mal so unheimlich erlebt, wie man keine Sünde gut machen kann. Nicht eine Sünde kann man wieder gut machen. Also ich hatte einen wundervollen Vater, wie es ganz wenige gibt. Wir hatten ein wundervolles Verhältnis. Und als ich Student war, war ich in Ferien mal zu Hause. Wir bewohnten so ein Haus und ich wohnte, also oben so eine Bude und war an einer wissenschaftlichen Arbeit und da ruft mein Vater von unten, Wilhelm, so heiße ich. Ich hänge den Kopf übers Treppengelände und sage, was gibt's? Und da sagt er, ich muss in die Stadt, willst du mich nicht begleiten? Ach, sage ich, Papa, weißt du, ich bin gerade mitten in der wissenschaftlichen Arbeit. Na, sagt er, gehe ich alleine. Im Moment hatte ich das Gefühl, wo ich mit ihm gehen soll, ne? Und denken Sie, 14 Tage später war mein Vater tot. Es war bei uns immer so, sieht, er wurde im Hause aufgebahrt, im offenen Sarg. Das ist so eine Sitte und ich als ältester Sohn wachte an diesem Sarge. Eine stille Nacht, da liegt der tote Vater. Und mein Herz war mir schwer, denn ich hatte ihn sehr geliebt. Und sein Tod stürzte unsere ganze Familie in schreckliches Elend. Das kann ich jetzt nicht schildern. Und auf einmal fällt mir ein, vor 14 Tagen hat der Vater gesagt, begleitete mich nicht hier in die Stadt. Ein kleiner Liebesdienst. Und ich hatte gesagt, nee. Und das fiel mir, können Sie verstehen, einmal schwer aufs Herz. Ich sehe mich noch vor dem Sarg stehen und sagen, Papa, bitte mich noch einmal, ich will 100 Meilen mit dir laufen, wenn du willst. Und der Mund blieb stumm. Und da ging mir auf, diese kleine Sache, diese Lieblosigkeit, kann ich in alle Ewigkeit auf. So geht's mit all meinen Sünden. Mit Lügen, mit Streit, mit Unsauberkeit und Unkeuschheit und Lüge und Diebstähle und was man so noch nicht. Ich kann nichts gut machen. Einmal erschrak ich, wie kann ich Frieden mit Gott haben, wenn ich nicht eine einzige Sünde wieder gut machen kann. Und sehen Sie, wenn man dieses Thema verstehen will, muss man erstens wissen, dass Gott da ist und zweitens, was es heißt, wir sind allzumal Sünder. Ich hatte jahrelang mein Büro in Essen, vielleicht so 5 Minuten weg von meiner Wohnung. Ein Mensch muss noch eben einen Brief diktieren, ehe meine Sekretärin weggeht. Ich ohne Mantel, alles renne ich raus und da
prägen so ein bisschen. Nun ist Essen eine Stadt, wo furchtbar viel Ruß von der Industrie runterkommt. Eigentlich strecke ich die ganze Geschichte. Und weil Bergschäden sind unter der Erde, dann senkt sich Pflaster. Kurz, also das alles kommt zusammen, wie ich den Abend rausrenne, stolper ich über so ein unebenes Pflaster und knall Länge nach hin. Na, ich fange mich noch mit den Händen auf, ich war damals noch jünger und war stockdunkel, wische mir so die Hände ein bisschen ab und denke, ist in Butter. Und wie ich in mein Büro komme, da fängt meine Sekretärin an zu lachen und sagt, na, wie sehen Sie denn aus? Ich gehe ans Spiegel, ach du liebe Zeit, da hatte ich den Dreck weggewischt und scheinst mit dem Taschentuch dein Gesicht rumgefummelt, also ich war dreckig, der ganze Anzug. Und sehen Sie, so geht's uns. Sagen wir, ohne Gott leben, da meinen wir, wir sind großartige Leute, wenn nur alle so wären wie ich. Aber wenn ich ins Licht wie verloren und wie böse und wie schmutzig ich bin. Das kann ich Ihnen nicht zeigen, aber gebe Gott, dass Sie es erkennen können, die Verlorenheit unseres Lebens. Wir sind allzumal Sünder und haben keinen Ruhm vor Gott. So, und jetzt kommt mein dritter Teil. Also, wenn ich das Thema verstehen will, muss ich wissen, Gott lebt. Zweitens muss ich kapieren, ich bin mit ihm nicht in Ordnung. Da steht Schuld dazwischen. Haben wir das verstanden? Jetzt kommt mein dritter Teil. Wie komme ich denn mit ihm in Ordnung? Sind Sie alle noch bei, da hinten? Ja. Verstehen Sie mich? Spreche ich laut genug? Schreien Sie zwischen, wenn ich laut genug spreche. Ich gebe mir schon Mühe, ich rede mir schon die Seele aus dem Halse, damit Sie verstehen können. Drittens, wie komme ich denn mit ihm in Ordnung? Jetzt erzähle ich die Geschichte von dem Fritze Koch weiter. Wie gesagt, er wird mir es nicht übel nehmen, nicht? Ich weiß, dass er bei Gott ist, jetzt im Himmel ist. Dieser wilde Kerl. Und wenn ich hätte, wenn er noch lebt, hätte ich ihn gefragt, darf ich ihn hier in Sassnitz von dir erzählen, hätte er gesagt, ja du Mann, noch lieber wäre, ich hätte ihn selber mitbringen können. Also er saß da und sagte, ja, ich kann das nicht wieder gut machen, dass ich Menschen verführt habe. Jetzt bin ich verloren. Seine Schuld lag über ihm, es ging ihm wie dem König David, der mal sagte, meine Sünden gehen über mein Haupt, wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer geworden. Und ich bin überzeugt, dass hier Leute sitzen, deren Herz schon seit langem schreit. Meine Sünden sind mir leid, sie sind mir über wie kalte Pappe. Sie gehen über mein Haupt wie eine schwere Last, sind sie mir zu schwer geworden. Da sage ich, Herr Fritz Koch, du kannst nichts gut machen. Jetzt pass mal auf. Wenn jetzt ein anderer käme und radierte deine Sünden und Schuld aus, nehme sie auf sich. Sagte, wollen Sie das tun? Das können Sie doch gar nicht. Nee, sage ich, kann das nicht. Ich habe meinen eigenen Sünden genug zu tun. Na, da gibt es das doch nicht. Doch, sag ich, jetzt pass auf. Es ist einer in die Welt gekommen von Gott. Der Sohn des lebendigen Gottes, der heißt Jesus. Und dieser Jesus ist am Kreuz gestorben. Und dann ist er von den Toten aus dem Grabe auferstanden. Und der steht jetzt hier, Fritze Koch. Und der sagt, komm, wir machen einen Tausch. Gib mir deine Sünde und Schuld. Ich trage sie an das Kreuz. Und ich gebe dir meine Gerechtigkeit vor Gott. Und dass ich Gottes Kind bin. Da sagt er, das wäre aber ein Tausch. Ich sage, den habe ich gemacht. Und du darfst, wir sagen gleich du zueinander, den darfst du auch machen. Und da sind wir niedergekniet und da hat Fritze Koch, dieser starke Kerl, die Tränen liefen übers Gesicht, dabei, das hörte meine Stimme an, gebetet. Herr Jesus,
Jetzt schmeiß ich den Lebens dir hin. Du nimmst das in dein Sterben hinein. Und ich nehme im Glauben deine Gerechtigkeit und deine Gotteskindschaft an. Dass das Wunder aller Wunder, das in der Bibel steht, für wahr er ist um unserer Missetat willen verwundet. Jesus, der Sohn Gottes. Sehen Sie ihn am Kreuz, sehen Sie ihn am Kreuz. Ich möchte es vor Ihren Augen malen, den Mann der Dornenkrone mit den angenagelten Händen. Sehen Sie ihn an. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und unserer Sünde willen geschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Dass wir Frieden hätten, das Schöne. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Habe ich jemand die Geschichte vom Kapitän Müller erzählt? Vor 6 Jahren? Wissen Sie nicht. Darf ich es mal erzählen? Pass auf. Die habe ich mal irgendwo gelesen. Da ist ein Schiff und da ist ein Kapitän Müller und der hat geflucht und war ein wilder Bursche. Und auf einmal auf hoher See kommt der Mann ans Sterben. Und da ruft dann erst ein Offizier und sagt, ich muss sterben. Also verdammte Angelegenheit, jetzt vor Gott reden, Mann. Das kann ich nicht. Ich bin Sünder. Was mache ich denn? Bet mal mit mir. Sagt der erste Offizier, fluchen kann ich, aber beten kann ich nicht. Da ruft ein zweiter Offizier, keiner kann beten, nicht? So beten. Und da sagt einer auf einmal, ja, da haben wir so den kleinen Jungen beim Koch da, den Jungen, den Schiffsjungen, ist der sagt Kapitän Müller, dann bringt man den Jungen her. Wird der Junge geholt zum strengen Kapitän. Sagt der Kapitän, hast du eine Bibel? Ja, sagt der Junge, aber ich lese nicht. Der hat gleich Angst, nicht? Da sagt der Kapitän, die sollst du aber lesen, hol sie mal her. Der Junge kapiert nicht, was los ist und bringt also die Bibel, die seine Mutter ihm mitgegeben hat. Setz dich da hin. Lies mir mal vor, sagt der Kapitän. Ja, wo denn? Weiß ich doch auch nicht, sagt der Kapitän. Und da sagt der Junge, dann lese ich Ihnen das mal vor, wo meine Mutter immer so gern gelesen hat. Da klappte die Bibel von selber auf. Jesaja 53. Und dann liest der Junge dem sterbenden Kapitän. Jesus ist um unserer Missetat willen verwundet am Kreuz. Und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Oh, sagt der Kapitän. Mensch, das ist aber fein. Da kriegt der junge Mut und sagt, Kapitän, soll ich das mal so vorlesen, wie das meine Mutter immer vorgelesen hat? Ja, wie denn? Ja, da musste ich meinen Namen einsetzen. Jetzt weiß ich immer, wie der Junge hieß. Sagen wir mal, Frau Bumskopf oder was nicht. Da liest mal so, sagt der Kapitän, nicht? Und da liest der Junge, Jesus ist um Karls Missetat willen verwundet und um Karls seiner Sünde willen gekreuzigt, geschlagen. Die Strafe, die Karl haben sollte, liegt auf Jesus, auf das Karl Frieden hätte. Auch sagt der Kapitän, lies das noch einmal und setz mal meinen Namen rein. Und wieder liest der Junge. Jesus ist wegen Kapitän Fritz Müllers Missetat willen verwundet. Und wegen Kapitän Müllers willen zerschlagen am Kreuz. Die Strafe von Kapitän Müller liegt auf Jesus. Auf das Kapitän Müller Frieden hätte. Junge, sagt der Kapitän, kann's gehen. Jetzt kann ich sterben. Liebe Freunde, so kann man leben. Wenn man Heiland hat, der meine Schuld wegnimmt, mir die Sünde vergibt und jetzt habe ich Frieden mit Gott. Ach, meine Freunde, die Welt, über wo ich hinkomme, diskutieren so, wie Gott ist und ob Gott ist.
und ob er existiert.